Leben wir in einer Ökodiktatur? Klimaschutz wird ja von Politikern der meisten Farben, von Verwaltungen, von NGOs und nicht zuletzt von den Medien in sehr starkem Maße propagiert, teilweise in einer Kompromisslosigkeit, dass manche davon Angst bekommen und ihre individuelle Freiheit in Gefahr sehen. Deswegen die Frage, leben wir in einer Ökodiktatur? Und in diesem Begriff Ökodiktatur stecken ja zwei Themenfelder, zum einen Ökologie, Naturschutz, Klimaschutz und zum anderen die Frage, Rolle von Politik, Zustand der Demokratie. Und ich habe einen idealen Gesprächspartner für diesen Podcast heute gefunden. Erstens, er hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Menschenschutzgebiet über die Stadt der Zukunft und den Streit über den angemessenen Umgang mit der sich anbahnenden Klimakatastrophe. Zweitens, er ist Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, meine Heimatstadt, die vor 5 Jahren als erste Stadt in Konstanz den Klimanotstand ausgerufen hat. Drittens, er ist ein langjähriger Freund und Wegbegleiter, obwohl und weil wir überhaupt nicht immer in allem einer Meinung sind, oder, Uli? So ist es. Herzlich willkommen, Uli Burchardt. Vielen Dank, lieber Christoph. Lass uns zunächst mal kurz über dich sprechen. Du hast dieses Buch, was zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht erschienen ist und was auch das einzige Exemplar ist, was es davon gibt. Du bist seit jetzt genau 12 Jahren OB der Stadt Konstanz. Damals warst du 41 Jahre jung, richtig? Ja, genau. Ja. Dein Weg dorthin, der führte dich weder über ein Jurastudium oder ein BWL-Studium noch über die Tretmühle deiner Partei, der CDU, wenn ich das an der Stelle schon verraten darf. Du hast im Gegenteil aus meiner Sicht einen ziemlich interessanten Werdegang für einen Politiker. Erzähl doch mal kurz, wie du letztlich am Schluss dann doch noch OB geworden bist. Ich bin 1971 in Konstanz geboren und war dann hier ganz normal wie alle anderen auf der Schule, auf dem Gymnasium, musste mit 18 das Gymnasium verlassen, weil das weder ich zum Gymnasium noch das zu mir gepasst hat. Ich habe dann eine Lehre als Landwirt gemacht, das hat mich sehr begeistert, sehr fasziniert, die Landwirtschaft. Ich bin ja hier auf dem Dorf, also außerhalb der Stadt, aufgewachsen, habe dann meine Lehre gemacht, habe danach die Schule fertig gemacht und habe dann Forstwirtschaft studiert. Ich wollte damals gerne Förster werden. Und gegen Ende meines Studiums wollte ich nicht mehr Förster werden. Ich habe mir das also jedenfalls nicht in der Bayerischen Staatsforstverwaltung. Ich wollte mich dann selbstständig machen als forstlicher Gutachter. Das sind super spannende Themen, Waldbewertungen, Grundstücksverkäufe, Verbissgutachten, alle solche Dinge. Und auf dem Weg war ich und dann habe ich einen Katalog von Manufaktum vor die Füße bekommen. Und in meinem Buch habe ich geschrieben, ich war schockverliebt. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich war so begeistert davon und habe gerade noch mein Studium fertig gemacht, habe mich dort beworben und war dann viele, viele Jahre bei Manufaktum. Manufaktum ist ein Online-Versender für, sagen wir mal, hochwertige Gebrauchsgüter, kann man so sagen? Genau, ein volles Konsumgütersortiment. Mhm. Damals war es noch ein Katalog. Mhm. Ja, in den späten 90er Jahren war das ein Katalog, ein sehr berühmter Katalog, der wahnsinnig erfolgreich damals war. Immer so weiß und mit so großen Bildern war. Genau, mit sehr hochwertigen Produkten von Küche, keine Ahnung, geschmiedete Pfannen aus Deutschland. Kapselheber aus Solingen irgendwo oder die super rahmengenähten Lederschuhe, aber dann Körperpflege, Spielzeug, Heimtextilien, Jacken und so weiter. Mhm. Einfach Spiele, das komplette Sortiment. Kurzum, da war ich lang und das war eigentlich dann ein großer Schritt in die Wirtschaft. Und ich habe dann später mich viel beschäftigt mit der Verbindung von Wirtschaft und Forstwirtschaft, also von Ökologie und Ökonomie, weil ich Nachhaltigkeit eigentlich seit meinem Studium immer die spannendste Disziplin gefunden habe. Und ich habe mich nach Manufaktum selbstständig gemacht, habe viele Jahre Unternehmensberatung gemacht, strategisches Marketing, immer die Frage, wie kriegen wir Qualität und Nachhaltigkeit in die Welt. Ich habe immer Politik gemacht als Schülersprecher, als Studierendensprecher, später hier im Wirtschaftsrat der CDU. Aber warst du dann doch schon sehr früh in der CDU? Das hatte mit der CDU am Anfang gar nichts zu tun. Ich bin in die CDU eingetreten, 2005, glaube ich, weil ich näher an die Politik wollte. Und es war damals eine schwierige Entscheidung, in welche Partei gehe ich mich. Und ich habe mich dann knapp, aber am Ende klar für die CDU entschieden. Statt den Grünen. Also das war damals immer die Frage. Und am Ende ist es aber für mich die
die soziale Marktwirtschaft, die Partei der Einheit, die Partei Europas, was ich auch heute noch finde, was ganz, ganz für mich ganz zentrale Werte sind. Kurzum, Politik gemacht habe ich fast immer und ich hatte lange einen Plan, wenn ich je für ein politisches Amt kandidiere, dann als OB in meiner Heimatstadt Konstanz. Das habe ich getan 2012, habe die Wahl gewonnen und habe dann 8 Jahre erste Amtszeit gemacht und vor 4 Jahren, 2020, bin ich wieder gewählt worden und deshalb darf ich jetzt in der zweiten Amtszeit OB dieser wunderschönen Stadt sein. Mhm. Ja, wir haben so ein bisschen so einen Rollenmix heute. Ich spreche eigentlich natürlich mit dir vor allem als Autor des Buches, aber natürlich auch als Freund. Und wir können es ja immer kennzeichnen, wenn ich dich mal als Politiker anspreche. Ich würde jetzt gar nicht sagen als OB, aber natürlich geht es ja darum auch, gerade der Begriff der Ökodiktatur, den ich vorher reingebracht habe, der sagt ja was über ein Verständnis von Demokratie, von Gesellschaft, von Politik aus, worüber wir nachher bestimmt sprechen. Lass uns mal noch einen Moment bei der Natur bleiben, also beim Öko-Teil des Themas. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen schnell erzählt. In deinem Buch erzählst du das sehr ausführlich, wie ich finde, auch sehr anschaulich, sehr ja, mitreißend, was du alles so erlebt hast als Landwirt, Forstwirt. Du hast im Zivildienst CO2-Messungen auf, nicht der Zugspitze, aber so doch auf der Zugspitze gemacht. Das heißt, du hast viel zu erzählen, woran man auch sieht, dass du Dinge kennengelernt hast. Hands-on, Praxis. Ja? Uli auf dem Fendt-Traktor. Ja. Die Rillen furchend, oder wie man sagt, oder die Furchen rillend. Ja. Ist das eigentlich Landwirt und Forstwirt? Wir reden immer vom Naturschutz. Ist das eher Naturschützen oder eher Naturnützen? Aus dem Bauch gesprochen, die Landwirtschaft ist ganz ausgeprägt natürlich eine Disziplin, die die Natur nützt. Und die Forstwirtschaft, unser Waldgesetz sagt ja, der Wald hat eine Schutzfunktion, eine Nutzfunktion und eine Erholungsfunktion. Die Forstwirtschaft bewegt sich dazwischen, aber ich würde sagen, das Nutzen des Waldes als Holzquelle jetzt, das ist in den letzten Jahrzehnten deutlich in den Hintergrund gerückt, einfach weil Holz nicht mehr den Wert hat und wir nicht mehr so darauf angewiesen sind wie vor 50 oder 100 Jahren. Wie hast du selber den Naturschutz entdeckt oder wie bist du dazu gekommen, dass das etwas Schützenswertes ist? Aus dieser Landwirtschaft, forstwirtschaftlichen Tätigkeit oder trotzdem? Ein Naturschutz hat mich als Kind schon, ich habe als Kind die Kröten über die Straße getragen, Nisthilfen gebaut, okay, in der Riedpflege gearbeitet, hier im Wollmatinger Ried Schilf gemäht und 1000 Dinge gemacht, was man halt so macht in so Jugendgruppen im Naturschutzgebiet. Also das hat mich immer fasziniert und ich fand es immer interessant. Also ich habe schon immer, seit ich mich erinnern kann, ein Bewusstsein für die Zerstörung von Umwelt gehabt. Vielleicht noch mehr dafür, dass wir endliche Dinge verbrauchen, endliche Ressourcen, wie zum Beispiel Sprit, also Öl, Benzin, solche Dinge. Mhm. Und ich fand das schon immer sehr faszinierend, seit dem Grovian, ich weiß nicht, ob du dich an Grovian erinnerst, ich hatte früher ein Abo von PM, Peter Moosleitner, das interessantes Magazin, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Und da ging es, der Grovian war, glaube ich, der erste richtig große Windrad. Ja? Also du stellst ein Windrad in die Landschaft, irgendwo da oben in der Nähe, Harz, Göttingen, meine ich, war das, und produzierst Strom. Also das hat mich immer sehr, sehr fasziniert und ich würde das mal eher umschreiben mit Nachhaltigkeit und der Naturschutz selbst. Da kann man erstmal die Frage diskutieren, was ist eigentlich Natur und was ist demzufolge Naturschutz und damit beschäftigt sich ja auch sehr dieses Buch. Genau, vielleicht an der Stelle sag doch mal im Groben, was die Kernthese des Buches oder eine der Kernthesen ist, gerade zum Thema Naturschutz. Das Buch hat mehrere Kernthesen, aber der vielleicht mir wichtigste Punkt ist der zu sagen, der Mensch ist kein Schädling. Und es hat keinen Sinn, wenn die einen sich hinstellen und sagen, hey, wir schützen die Natur und du bist ein böser Mensch und deshalb ist hier ein Zaun und da ist ein Schild davor und du darfst hier nicht rein, weil du das kaputt machst. Sondern meine Hauptaussage ist, wir Menschen sind am Ende auch Tiere, wir sind Altweltaffen und haben sehr enge Verwandte im anderen Tierreich, die du in vielen Zoos sehen kannst und mit denen wir fast unsere komplette Genetik teilen und deshalb sind wir natürlich Tiere, wir sind ein Teil der Natur und deshalb muss es für uns doch auch politisch und gesellschaftlich darum gehen,
dass wir lernen, Natur wieder so zu nutzen, dass wir sie nachhaltiger, also dauerhaft nutzen können. Aber ich finde, es ist zulässig, ein Grundstück zu bebauen und sich ein Haus draufzustellen. Es ist auch zulässig, einen Baum umzusägen und ihn zu verbrennen, damit man es warm hat. Das muss man aber klug tun und nicht alles, was wir gerade tun, ist so richtig klug. Mhm. Wir haben jetzt im Laufe des kurzen Gesprächs schon eigentlich, glaube ich, die drei Begriffe genannt, die so als Buzzwords immer wieder aufgetaucht sind, zu unterschiedlichen Zeiten. Naturschutz, Klimaschutz, mhm. Nachhaltigkeit. Mhm. Von vielen wird es so, sagen wir mal, 1:1 verwendet, ja, also bei nachhaltig kotzen manche schon ab, wenn sie es nur hören. Ja? Mhm. Und Naturschutz, ja, ganz früher gab es noch den Tierschutz, aber das ist aber nicht das Gleiche, oder? Wie würdest du das differenzieren? Also wie kamen wir von dem Naturschutz, aus dem du wahrscheinlich gekommen bist, dann gab es plötzlich den Klimaschutz. Die Nachhaltigkeit ist nochmal ein ganz anderes Thema, mhm. das kannst du sicher als Förster sehr gut erklären. Mhm. Mhm. Also welcher dieser drei Begriffe ist dir der liebste, sage ich jetzt mal so? Der Klimaschutz per se ist mir eigentlich zu wenig. Ne? Das ist eine Teildisziplin von Nachhaltigkeit. Und wenn jemand sagt, Nachhaltigkeit ist mir zu beliebig oder irgendwas, dann bin ich auch frech und sage, dann musst du dich halt damit beschäftigen. Also Nachhaltigkeit ist ja ein sehr konkreter Begriff und das inzwischen eigentlich mit den SDGs, den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, eigentlich auch sehr schön ausdefiniert in einer Sprache und mit Bildern, die jeder Mensch verstehen kann. Worum geht es eigentlich von Überfischung bis Energie? Ne? Das sind ja tausend Themen in unseres Alltags. Und das ist das Wort, das mich eigentlich fasziniert. Der Klimaschutz ist davon nur in Anführungsstrichen eine Unterdisziplin, aber die haben natürlich eine riesige Verbindungsstelle, weil letztlich geht es um den Verbrauch von endlichen Ressourcen. Und du musst sowohl aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten als auch aus Klimaschutzgesichtspunkten weg vom Verbrenner und hin zu Energien, Freiheitsenergien, Energien, die wir selbst herstellen können und die im Zweifelsfall irgendwo von da oben kommen, also Sonne, Wind, Wasser vielleicht noch im Wesentlichen und nicht von da unten, in Form von Öl oder Gas oder Uran etc. Ja, ich sage ja immer, auch wenn die Diskussion über das CO2 und den menschengemachten Klimawandel aufkommt, dann sage ich immer, ich weiß, dass es stimmt, aber auch wenn es nicht stimmen würde, macht es für mich keinen Sinn, dass wir sozusagen das, was die Natur in Millionen Jahren eingebunkert hat, in, keine Ahnung, ein paar hundert verpulvern. Also das ist auch so ein, ich glaube, man kann das auch mit einem Effizienzgedanken oder eben mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken, der reicht völlig aus, oder, um vernünftig zu handeln. Vielleicht als Förster, wenn du als Forstwirt, wenn ich schon die Chance habe, mir von dir noch einmal Nachhaltigkeit erklären zu lassen, mach das doch mal, weil der Wald spielt auch in deinem Buch und in deinen Gesamtüberlegungen wirklich eine große Rolle. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt eigentlich aus der Forstwirtschaft, von einem ganz frühen Förster, ein Forstmann in Sachsen. Wie hießen die damals? Erzgebirgischer Oberbergbaudirektor oder sowas. Und da ging es um ein Silberbergwerk. Und diese Silberbergwerke, die brauchten unglaublich viel Holz, um die Stollen auszukleiden, also immer vor zur Rand treiben zu können, erstens, und zweitens, um das Silber zu verhütten, also Feuer zu machen und Silber zu schmelzen. Und das haben sie gemacht, eifrig. Und was dann passierte, ist logischerweise, sie haben um dieses Silberbergwerk rum einen immer größeren Radius einfach kahl geschlagen. Und irgendwann war einfach nichts mehr da und die Wege wurden immer weiter. Es wurde also immer mühsamer, dieses Holz zu besorgen. Das Holz war aber lebensnotwendig für die Silbermine. Und dann, und das war dieser Karlowitz, hieß der, der zum ersten Mal diesen Begriff nachhaltig verwendet hat, der gesagt hat, wir müssen uns irgendwie eine Methode entwickeln, die dazu führt, dass wir hier weiterhin Holz haben. Also wir können es nicht einfach nur weghauen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass welches nachwächst, dass wir dann in ein paar Jahrzehnten wieder ernten können, um dieses Silberbergwerk weiter zu betreiben. Das ist jetzt gute 300 Jahre her und daraus hat sich natürlich heute, das hat sich heute sehr viel weiter differenziert eben in diese drei Bereiche, die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Das heißt, letztlich ist nur das nachhaltig, was in allen diesen drei Ausprägungen des Dreiecks der Nachhaltigkeit heißt, das dauerhaft so weitergemacht werden kann. Also es braucht eine gewisse ökologische Qualität, eine gewisse soziale Qualität und eine wirtschaftliche Funktionsfähigkeit. Alles drei ist unbedingt notwendig, sonst kann ein System nicht dauerhaft weiter funktionieren. Da werden wir sicherlich nachher noch mehr drüber sprechen, um nochmal vom Wald zu sprechen. Was können wir denn vom Wald lernen für unser Leben im Allgemeinen? Vom Wald kann man sehr viel lernen. Eine der
vielleicht ein bisschen eine frechen Thesen in meinem Buch. Ist auch, die Stadt ist eigentlich auch nur ein Wald. Mhm. Ich hatte einen Prof, der hat immer gesagt, Wald ist hyperkomplex. Wälder sind hyperkomplexe Wirkungsgefüge. Und von ihm stammt auch der Satz, die Natur ist nicht nur komplexer, als wir denken, sie ist auch komplexer, als wir denken können. Mhm. Und deshalb glaube ich, also ein guter Förster, der weiß, dass er den Wald nicht so machen kann, wie er will, sondern du musst im Grunde verstehen, wie dieses Gesamtsystem funktioniert. Und wenn du das mal so in etwa verstanden hast, nach vielen Jahren, dann lernst du, du kannst bestimmte Pushs setzen und dann passieren bestimmte Veränderungen. Aber du kannst es nicht im Detail planen. Und genau so ist es meines Erachtens auch mit einer Stadt. Also Stadtentwicklung und Waldbau sind Disziplinen, die haben sehr viel miteinander gemeinsam. Du musst ein Gesamtsystem betrachten, es so gut wie möglich verstehen, aber es ist völlig unmöglich, dieses System in seinen Details zu prognostizieren. Du kannst es beobachten, du kannst es weiterentwickeln, du kannst Erfolge und Misserfolge einfahren, aber es braucht Geduld, braucht Beobachtungswillen, braucht viel Demut. Die Stadt liegt dir am Herzen, das merke ich, und wir kommen auch gleich dazu. Aber ich bleibe gerne noch ein bisschen beim Wald und bei der Natur, weil das eine, was du gerade gesagt hast, ist, dass der Wald wie die Natur, wie vielleicht auch die Stadtentwicklung später, komplexe Systeme sind, dass wir oft vielleicht auch zu einfach denken, wie was funktioniert. Ich denke, eine andere Sache, du hast es vorhin angedeutet, ist, dass ein Wald viele Jahrzehnte, irgendwo im Buch schreibst du auch 100 Jahre, sozusagen, man denkt in großen Zyklen. Da haben wir natürlich eine Kollision mit 4-Jahres-Zyklen in der Politik zum Beispiel. Mhm. Und in einem Denken, ich glaube, das ist sowieso etwas, was der Mensch nicht so gut kann, in so langen Phasen denken. Und beim Wald kommt es darauf natürlich ganz erheblich an. Und ein dritter Punkt, und den könntest du mir nochmal erklären, ist, dass nur Vielfalt auf Dauer funktioniert in der Natur. Wie sieht das beim Wald aus und wie überträgst du das auf andere Bereiche? Ich denke mal, die allermeisten haben das Schlagwort Monokultur schon mal gehört. Ne? Was ist eine Monokultur? Eine Monokultur ist, du räumst den Acker ab und dann wird da, keine Ahnung, Mais oder irgendwas, ne, hochintensiv angebaut, wieder geerntet, umgegraben, wieder angebaut. Das heißt, ein Boden wird ausgelaugt, ein Boden ist schutzlos, ein Boden wird erodiert, er wird vom Wind weggeweht, vom Wasser weggespült. Und du hast dort nichts außer dieser einen Kultur. Keine Nützlinge, keine Netzwerke, keine Symbiosen, Symbionten, nichts, sondern eine Monokultur. Und wir wissen von Monokulturen heute, die sind total instabil. Wir sind immer angewiesen auf Chemie, auf permanente Überwachung, auf Stützung und Kontrolle, die brechen sonst einfach zusammen. Im Wald haben wir das längst gelernt, die Orkane der letzten Jahrzehnte, späte 80er, Anfang 90er Jahre, Vivian Wiebke, später Lothar, diese Kyrill, diese großen Orkane, die riesige Wälder in Deutschland umgehauen haben, das waren Fichtenmonokulturen, größten Nadelholzmonokulturen, so in Reih und Glied gepflanzt. Und wir wissen aus der Ökosystemforschung, Ökosysteme sind immer, die sind deshalb stabil, weil sie vielfältig sind. Das heißt, sind viele Dinge miteinander verbunden. Es sind Pflanzen unterschiedlichster Arten und Größen, unterschiedlichsten Alters. Das gleiche gilt für die Tiere. Und diese Mischung macht es wahnsinnig stabil. Und wenn es einer Art nicht gut geht und die stirbt weg aus diesem System, dann ist aber niemals der Boden unbedeckt, ja, oder ein Platz unbesetzt, sondern das ist durch diese Vielfalt eben gesichert. Das ist schwer abstrakt zu beschreiben, aber man kann es in der Stadt eigentlich die Parallelen noch viel besser sehen. In den Städten wissen wir, der Begriff Ghettobildung, ne, das ist immer der Versuch, du kannst irgendeine homogene Gruppe, hat man irgendwo gesagt, komm, dafür die bauen wir da drüben ein Haus und dann tun wir die alle rein. Und die Erfahrung ist, es funktioniert einfach nicht. Es führt zu Konflikt, es führt zu Reibung. Und das, was in den Städten funktioniert, und wir sind dabei, es weltweit zu lernen, ist Mischung. Genau wie im Wald. Junge, alte Menschen aus aller Welt, aus allen Bildungsniveaus, aus allen Einkommensniveaus, aus aller sexuellen oder Glaubensrichtungen oder was auch immer, müssen gemischt sein. Und nur dann hast du eine Vielfalt, und diese Vielfalt stärkt enorm. Als Schlagwort vielleicht mit dem Thema Diversity zum Beispiel, weil in Firmen kommt es so langsam an. Diese Vielfalt ist eine enorme Stärke, wenn man es mal genau betrachtet. Die Stadt, also das ist der Punkt, der mich überrascht hat, und jetzt sind wir auch endlich bei der Stadt der Zukunft, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Ich meine, du bist UB, also
Du beschäftigst dich jeden Tag mit der Stadt. Ich bin Musiker und YouTuber. Ich beschäftige mich jeden Tag mit sozialen Medien. Deswegen erstmal klar, für dich ist die Stadt wichtig. Für mich war das, eine Stadt gibt's halt. Ne? Und dann suche ich mir aus, wo man gerne lebt. Jetzt bin ich zufälligerweise, glücklicherweise in Konstanz geboren. Da ist es sehr schön. Deswegen wird es auch schwierig, woanders hinzugehen. In Freiburg würde mir der See fehlen. So, ne? Also, aber was kann Stadt für Nachhaltigkeit, für ökologische Entwicklung der Welt bedeuten? Das ist, war für mich erstmal eine Überraschung. Du legst es ziemlich gut dar, aber... Die Menschen ziehen in Städte immer mehr. In Deutschland ist dieser Prozess weit fortgeschritten. In Deutschland leben ungefähr 3/4 der Bevölkerung in Städten schon. Mhm. Weltweit sind es 50%, aber die Bewegung geht stark weiter in die Städte. Dafür gibt es viele Gründe. Menschen leben gern in Städten. Städte sind anonym, bieten Vielfalt, bieten Kultur, bieten medizinische Versorgung. Tausend Dinge, die für uns als Menschen wichtig sind, kann eine Stadt besser als ein Dorf. Nichts gegen. Ich liebe Dörfer, komme selber vom Dorf, ich weiß die Ruhe und den Platz zu schätzen, alles. Trotzdem, für die meisten Menschen ist die Stadt heute der beste Lebensraum und deshalb ziehen die Menschen in Städte. Sie haben dort mehr Chancen, so zu leben, wie sie es wollen und Geld zu verdienen mit dem, was sie können. Und das ist etwas, was auf der ganzen Welt passiert. Deshalb entstehen diese Megacities mit heute zum Teil 20, 30 Millionen Einwohnern schon. Und deshalb ist eben auch eine meiner Aussagen, dass ich sage, die Städte sind die Hauptverursacher des Klimawandels und sie sind die Hauptleidtragenden des Klimawandels. Ja, diese riesigen Überschwemmungen, diese Hitze. In den Städten sterben die Leute, ne? Nicht draußen auf dem Dorf. Die finden noch irgendwo Schutz und Schatten. Aber in den Städten wird es brutal. Und deshalb sage ich, die Städte sind eigentlich der Schlüssel, um das Problem zu lösen. Und die Städte müssen sich weiterentwickeln in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Klimaneutralität. Und dann sehe ich darin aber auch eine riesige Chance. Am Ende ist ja der optimistische Satz meines Buches, die klimaneutrale, digitale Stadt der Zukunft kann der beste Lebensraum werden, den es für Menschen je gab. Ich hatte das Thema Stadtentwicklung ganz ehrlich gar nicht auf dem Schirm, dass man wirklich so, dass das so gezielt geplant wird. Seit wann ist das so? Kann ich gar nicht beantworten. Also die Stadtentwicklung ist sozusagen die Königsdisziplin dessen, was wir tun. So wie beim Förster der Waldbau. Also eben in Jahrzehnten vorausdenken und du kannst eben nicht, es ist nicht Stadtplanung. Ne? Es ist nicht, wir bauen hier eine Straße und da zwei Wohnblocks, sondern Stadtentwicklung ist, diese Gesellschaft weiterzudenken. Wovon werden wir in dieser Stadt in 10, in 50, in 100 Jahren leben? Was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen? Also wo können wir Potenziale nutzen? Wer sind die Menschen, die hier leben? Wie sorgen wir dafür, dass die Leute herkommen, die wir brauchen und dass die auch bleiben? Wie sorgen wir, was müssen wir für ein Klima schaffen, dass diese Menschen sich hier wohlfühlen? Und das ist etwas, was wir, ich hoffe, wir hier in Konstanz zum Beispiel mit viel Engagement und Herzblut machen, uns diese Fragen zu stellen. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob wir das besser oder schlechter machen als andere. Das steht mir nicht zu, zu bewerten, aber Stadtentwicklung ist eine Stadt langfristig vorauszudenken und das ist eben auch eine hyperkomplexe Aufgabe, die zum Teil dann ganz konkrete Fragen mit sich bringt. Brauche ich da eine Buslinie, brauche ich da eine Grundschule oder brauche ich da vielleicht eher Pflegestrukturen oder was auch immer. Das hängt mit allem zusammen. Und Konstanz hat ja entschieden, dass es bei der Stadtentwicklung den Klimawandel maßgeblich mit berücksichtigt und deswegen vor 5 Jahren den Klimanotstand ausgerufen. Ja, das ist die Frage, die jetzt immer kommt. Eine 87.000 Seelenstadt in Deutschlands letzten Zipfele ruft jetzt den Klimanotstand aus. Ist das nicht so ein bisschen the house is on fire und so ein bisschen Panikmache oder ist das einfach... Es gibt ja oft diesen Vorwurf gerade an die Bewegung Fridays for Future, dass sie eben einfach eigentlich undemokratisch viel größeren Einfluss genommen hat auf Entwicklungen, als ihr eigentlich zustehen würde, einfach nur durch Massivität. Das ist, deswegen ist das, glaube ich, auch ein oft kritisierter Vorgang gewesen, der Klimanotstand. Und wenn der OB da sitzt, dann kann er das doch für mich mal verteidigen.
Na, dieser Klimanotstand ist ja auch eine Provokation gewesen. Mhm. Also die Erwartung war nicht, dass alle sagen, ja, endlich sagt es mal einer, sondern es war klar, dass das heftig anecken würde, ist es auch. Ich würde sagen, hat stark polarisiert, ne? Also Dinge, die polarisieren oder so, die uns bewegen, die erzeugen ja immer Fans und Ablehner. Und so ist beim Klimanotstand sehr deutlich zu spüren gewesen, eine große Zahl von Leuten, die sagt, endlich, ja, gebt ihr da mal richtig politisch Wumms hinter das Thema. Und die anderen, die sagen, sag mal, habt da nichts Wichtigeres zu tun. Kümmert euch doch mal um die Schulklos oder um die Straßen oder irgendwas, aber hört mit diesem Quatsch da auf. Und Notstand und was soll überhaupt Notstand sein? Und hört auf, juristische Begriffe zu missbrauchen etc. Ja. Die Diskussion haben wir alle geführt. Summa summarum, naja, diese Stadt, gerade mal so unter den 100 größten Städten Deutschlands, du hast gesagt, wir sind so 88.000 Menschen ungefähr, aber es ist natürlich eine sehr stark von Hochschulen geprägte Stadt. Zurzeit leben hier rund 16.000, 17.000 Studierende in Konstanz. Und das entsprechende akademische Personal dieser Hochschulen. Deshalb unsere Universität, die Uni Konstanz, die kleinste Exzellenz-Uni Deutschland, eine der besten jungen Universitäten der Welt geworden vor einigen Jahren. Und das ist eine Stadtgesellschaft, die hohe Erwartungen an die Politik hier stellt. Und ich nehme eben meine Stadt immer wahr als experimentierfreudig und die will da weiterkommen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, Stadtentwicklung, also unser Job ist ja ein Ökosystem zu managen, in dem sich Menschen wohlfühlen, die zum Beispiel an unseren Hochschulen arbeiten. Und die haben gewisse Erwartungen an die Stadt, in der sie leben. Nun werden wir nie Berlin oder Paris, also wir können bestimmte Dinge nicht bieten, die so eine Großstadt bieten kann, aber andere können wir bieten, eine tolle Natur, eine tolle Landschaft. Aber es braucht eben auch weiche Standortfaktoren von Kinderbetreuung über die Qualität von Schulen, über Kulturangebote, Vereine, Sport, alle diese Dinge, die wir ganz stark kommunal beeinflussen. Und deshalb gehört der Klimanotstand oder diese schnelle Bewegung hin zu einer klimaneutralen Stadt gehört für mich, ist auch eine Maßnahme der Stadtentwicklung. Es gibt hier ganz, ganz viele Menschen in der Stadt, die das einfach von uns erwarten. Die wollen nicht in einer Stadt leben, die abwartet, bis der Gesetzgeber irgendwas sagt, sondern die wollen, dass hier was vorwärts getrieben wird. Und das tun wir seit diesem Klimanotstandsbeschluss. Was sieht man nach 5 Jahren? Und was wird man in 5 Jahren sehen? Ja, man sieht viel. Also das Allerwichtigste sieht man nur auf dem Papier, denn das Allerwichtigste sind Pläne. Also die Pläne, wie wir Wärmenetze bauen, mit denen wir mit Seewasserwärme diese Stadt heizen. Diese Pläne sind im Prinzip jetzt fertig. Die Wärmeplanung haben wir schon beschlossen, als eine der ersten, also Jahre bevor wir dazu verpflichtet waren oder worden wären, hatten wir das schon fertig. Und diese Pläne sind langjährige Arbeit und wir wissen jetzt inzwischen, welche Teile der Stadt werden wir wie mit regenerativen Energien mit Wärme versorgen können. Das ist ein riesiger Schritt, vielleicht auch der größte von allen. Mhm. Wir müssen das zwar noch bauen, aber die Planung braucht Jahre und diese Planung ist weitgehend fertig. Und deshalb, die sieht man nur auf dem Papier und mir ist immer wichtig zu sagen, die ist aber auch wichtig, weil die einfach braucht lange und dann bringt sie viel Effekt schnell. Mhm. Und es gibt natürlich andere Dinge, Bäume in der Stadt. Wir haben inzwischen Bäume, die stehen einfach in Kübeln irgendwo, werden mit dem Gabelstapler hingestellt, weil ich irgendwann auch gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten, bis wir die letzte unterirdische Leitung geplant und geprüft und geklärt haben. Jetzt stellen wir da einfach mal einen Baum hin und wenn er im Weg ist in 5 Jahren, dann stellen wir ihn 10 Meter weit darüber. Oder eben elektrische Busse in großer Zahl, die inzwischen klimaneutral fahren. Wir haben ein elektrisches Fahrgastschiff, wir haben ja eine große Fahrgastschiffflotte. Wir haben ein elektrisches Fahrgastschiff vor 2 Jahren auf den See gebracht. Ich glaube, das größte Deutschlands. Das haben wir entwickelt, erfunden. Und das fährt inzwischen lautlos mit Sonnenstrom auf dem See, wo alle anderen Schiffe Diesel brauchen. Und in diesem Jahr haben wir eine Autofähre, also ein richtig schweres 90-Meter-Schiff in Betrieb genommen, die jetzt mit Bio-LNG klimaneutral fährt. Ein Schiff spart 700.000 Liter Diesel pro Jahr. Okay, das sind teilweise jetzt schon sichtbare oder bald sichtbare Maßnahmen, die sicherlich ihren Effekt haben werden. Alle aus dem Bereich der Ökologie, würde ich jetzt sagen. Du hattest vorhin ja diesen Dreiklang angedeutet, Ökonomie, Soziales. Ich habe in deinem Buch über Ökonomie relativ wenig gefunden, was mich gewundert hat, weil du eigentlich aus dem Bereich kommst. Vielleicht ergänzt du jetzt in diesem Gespräch noch ein bisschen oder ist das tatsächlich der schwächste Bereich? Weil auf der anderen Seite, das kostet ja auch alles Geld. Ja.
Ich bin überzeugt, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele und ökologischen Ziele nur mit Wirtschaft erreichen können. Und die soziale Marktwirtschaft ist für mich der Leuchtturm überhaupt. Warum es in diesem Buch eher keinen Schwerpunkt bildet, ist natürlich, dass mein letztes Buch Ausgegeizt vor über 10 Jahren inzwischen sich fast nur mit Wirtschaft beschäftigt hat, mit der Frage, wie hängt das alles zusammen. Und deshalb, aus meiner Perspektive, ist es irgendwie das Allermeiste schon geschrieben. Das ist zwar über 10 Jahre alt, aber in den Prinzipien und Grundsätzen, glaube ich... Geht es um Kreislaufwirtschaft auch? Es geht um Kreislauf, es geht um die Frage von Sourcing. Also wo kriegst du etwas her? Kaufst du es halt irgendwo auf der Welt, wo es am billigsten ist? Oder kaufst du es vielleicht eben auch regional? Und das sind Themen, die waren, als ich 2010 und 2011 das Buch Ausgegeizt geschrieben habe, waren diese Themen noch weitgehend in den Köpfen nicht angekommen. Heute sind wir mit einem Thema wie Regionalität zum Beispiel viel, viel weiter. Insofern ist die Wirtschaft in diesem Buch hier mal etwas kürzer gefasst und ich habe mich mehr mit der Ökologie und mit der Stadt und mit komplexen Systemen beschäftigt, hoffentlich in einer Art und Weise, die sich trotzdem gut lesen lässt. Absolut. Die Regionalität ist natürlich, also das erinnere ich auch aus dem Buch, klar, da geht es natürlich auch um, wiederum um die Ernährung auf der einen Seite oder um Tauschen und gemeinsames Nutzen, was wieder ein sozialer Aspekt auch ist. Aber eine Stadt braucht ja auch Industrie. Inwiefern kann denn die Stadt überhaupt, also wir kommen nachher zu der Frage, inwiefern eine Stadt wie Konstanz die globale Geschichte noch beeinflussen kann, aber inwiefern kann eine Stadt überhaupt beeinflussen, dass Industrie nachhaltig ist am Standort? Das kann sie so direkt nicht. Also zuerst mal geht es um die Frage, welche Industrie passt in welche Stadt. Und es gibt Städte, die haben Platz, die haben eine bestimmte Zahl von Arbeitskräften in bestimmten Branchen und so weiter, können bestimmte Werke oder bestimmte Industrien ansiedeln. Wir können das vielleicht eher nicht, weil wir eher wenig Platz haben und. Aber mal vorausgesetzt, ich habe eine Industrie und eine Stadt, die zusammenpassen, die sich gegenseitig gut tun und miteinander funktionieren, dann sind das Dinge, die muss man miteinander entwickeln. Aber letztlich ist es keine kommunalpolitische Frage, dass ich einem Unternehmen an meinem Standort sage, bitte entwickel dich wie folgt, sondern die Branche muss für sich schauen, wie sie sich entwickelt. Und als Stadt ist es unser Job, Rahmenbedingungen zu bieten, in denen es einem Unternehmen gut geht. Also ich würde ein Stück weit sagen, wir können das nicht steuern, dürfen wir auch nicht. Wäre nicht unser Job. Wir sprechen eine Einladung aus. Wir sind eine Stadt, die das und das und das tut. Wir können das und das und das bieten. Wir haben die und die Schulen, die Bildungsangebote und wir laden bestimmte Menschen ein. Komm doch jemand zu uns, schau doch mal, ob du nicht hier leben willst und hier arbeiten willst. Ne? Mhm. Und das tun wir zum Teil sehr indirekt. Also wir sprechen das ja nicht plakativ, sondern wir zeigen es mit ganz vielen Dingen, die wir tun als Stadt. Und wir schaffen eben einen Lebensraum, der für bestimmte Menschen attraktiv ist. Und diese Stadt zum Beispiel ist für bestimmte Industrien halt nicht mehr attraktiv, weil sie dafür einfach die Flächen zu klein und zu teuer sind. Und es ist völlig klar, wenn du riesige Flächen brauchst, wo du einfach mal richtig ein paar Hallen hinstellen kannst, dann ist Konstanz eher eine der Städte, die in deinem Suchschema weiter hinten auf der Liste stehen und da sind andere weiter vorne. Und umgekehrt, wenn man sagt, Beispiel Konstanz zu bleiben, wir brauchen ständig top qualifizierte junge Leute, die von den Hochschulen kommen, die das können. Dann bist du vielleicht hier genau richtig, weil die nämlich hier zu Tausenden sind und du kannst sie schon im Studium vielleicht schon mal in ein Praktikum holen oder für eine Bachelorarbeit oder Ähnliches. Und so meine ich das, also das muss zueinander passen und es ist wie im Wald, du kannst es nicht zwingen, du kannst es nur anbieten und sichtbar machen. Ich fand den Gedanken für mich neu und sehr charmant, dass die Stadt im Grunde, also Nachhaltigkeit, Klimaschutz, nennst du wie es willst, es wird ja viel zu viel diskutiert und gedacht und gefordert und das ist dann alles Gedanken. Und eigentlich muss es ja gemacht werden. Also du brauchst am Schluss diese Firma, die diese Solarzellen baut und die andere, die sie da aufs Dach schraubt und du musst Menschen haben, die es tun und dann entstehen die realen Probleme und der Rest ist eigentlich graue Theorie. Ja? Und die Stadt, und das fand ich einen charmanten Gedanken, ist im Grunde die Einheit, in der das alles stattfindet. Und wenn man das schafft, das nachhaltig für eine Stadt zu gestalten, so ist ein Stück weit der Gedanke, dann lässt sich das übertragen und damit kann das dann auch auf andere Städte global eine Wirkung haben. Also wenn wir jetzt in Konstanz zeigen, hier funktioniert es, das ist so ein bisschen, wir haben ja gerade die Diskussion, Deutschland zeigt gerade,
dass Energiewende nicht funktioniert und die anderen europäischen Länder werden den Teufel tun, das dann genauso zu machen. Also ursprünglich war der Gedanke mal andersrum. Wir zeigen, wie es gut funktioniert, auch wirtschaftlich gut funktioniert. Und das wäre jetzt wieder der Gedanke, dass noch eine Einheit kleiner in der Stadt zu denken. Ja, genau. Nun haben wir gesagt, wir haben Konstanz jetzt. Konstanz, Bildungswesen, Tourismus, viel Verwaltung. Also da sind viele Menschen, wo ich immer so sage, ja, klar, die sind halt die Architekten, die mit ihrem Köcher da im Rad in ihr kleines Büro fahren und so weiter. Ne? Oh, wir haben viele tolle Hightech-Unternehmen in Konstanz. Okay. Ja, auch viele Hidden Champions. Aber da ist schon einiges da. Ja. Das ist aber nicht so, selbst in Konstanz kaum bekannt. Ja. Und von denen natürlich kommen auch die Einnahmen. Das heißt, auch. Das heißt, wir haben schon auch ordentliche Industrie, weil der Gedanke wäre, ist das mit dem Übertragen, das ist ja im Grunde der Kerngedanke dahinter, dass wir durch diese Maßnahmen, die wir hier teilweise auch teuer, mühevoll, zum Thema Verzicht komme ich gleich noch, dass das sich lohnt, indem es eben natürlich, wir können in Konstanz nicht das Klima der Welt retten, aber dass es modellhaft für die ganze Welt wirkt. Und das würde ich gerne mal challengen, weil ist dieser Ansatz überhaupt global gültig? Ich meine, wenn du dir alleine nur kulturelle Unterschiede vorstellst, der Amerikaner, genau, ist sicherlich im Großen und Ganzen ein weiteres Gelände gewohnt. Also wenn ich da hinfahre, dann sehe ich zum Beispiel dieser Gedanke, dass man Flüge verbietet oder sowas, in Amerika völlig, völlig undenkbar. Mhm. Die Familie, die da, mit der wir befreundet sind, 4 Kinder in 4 verschiedenen Bundesstaaten über ganz Amerika verteilt, hier eine Taufe, dort eine Hochzeit. Ja, die sitzen nicht die ganze Zeit in ihrem Ford Pickup, fahren da durch die Gegend. Natürlich fliegen die, ist ja logisch. Mhm. Vielleicht als Gegenteil, asiatische Kultur, ich war da noch nie, ich vermute, die sind näheren Kontakt gewöhnt, also haben eine andere Art zu leben. Wenn man die Bilder sieht von den Straßenbahnen, ich glaube, wir haben hier ein größeres Platzbedürfnis. Also dieselbe Stadtform lässt sich doch bestimmt nicht global übertragen. Mhm. Welche Prinzipien lassen sich übertragen? Genau, das glaube ich auch nicht, dass das sich übertragen lässt. Das ist auch nicht mein Ansatz. Ich sag da gleich was dazu. Ich würde aber gerne einen Gedanken vorne wecken sein, bevor ich ihn vergesse. Du bist ja auch jemand, der sich mit regenerativen Energien, mit Elektromobilität, mit solchen Themen beschäftigt. Und ein Gedanke, der mir ganz, ganz wichtig ist, Steve Jobs, ich habe es hier drin zitiert, die Menschen wissen erst, was sie wollen, wenn man es ihnen zeigt. Mhm. Und ich bin persönlich überzeugt, die Energie kommt von da und die Frage ist nur noch, wie organisieren wir das? Ja, wir haben, die Sonne strahlt ein Hundertfaches dessen an Energie auf die Erde ein, was wir überhaupt je verbrauchen können. Und wir wissen, wie man daraus Strom macht. So langsam können wir ihn auch halbwegs brauchbar speichern oder wenigstens in Wasserstoff zerlegen oder was auch immer. Das ist alles da. Und am Ende geht es darum, daraus ein System zu machen, das ganz einfach funktioniert. Das darf nicht hochkompliziert sein, sondern im allerbesten Fall, ich glaube, du hast es so zu Hause, auf dem Dach mache ich Strom, da habe ich einen Wechselrichter und einen Speicher und da draußen hängt ein Fahrzeug dran, dann lade ich mit meinem eigenen Strom. So, total primitiv. Und wenn das Ding mal läuft, ist das ja ein System, das so unendlich viel nachhaltiger und auch wirtschaftlicher ist, als wenn ein fucking Ölwagen einmal im Jahr kommen muss und lässt dir ein paar tausend Liter Heizöl in den Keller. Mhm. Dieses Zeug muss irgendwo gefunden werden, gedrillt werden, raffiniert werden, gepumpt werden, transportiert, durch x Stufen gehandelt und. Ja. Es ist explosiv, es stinkt, es ist immer abgehalten und so weiter. Ne? Ja. Und für mich ist völlig klar, dass dieses System regenerativer Energien ist es bei weitem überlegene, und zwar für jeden Menschen auf der Welt, auch für den, der in Amerika weite Entfernungen hat. Mhm. Aber das kannst du dem nicht draufdrücken, sondern das muss so cool sein. Und ich finde, also, ihr habt ja euch ja kürzlich mit der Frage Tesla beschäftigt und mit der Rolle von Elon Musk, die finde ich hochproblematisch. Aber das, was Tesla zeigt, wie gut Elektromobilität funktionieren kann und wie einfach, das war ein Riesenschritt. Glücklicherweise gibt es inzwischen auch noch andere als Tesla, aber jedenfalls Schritte in dieser Art, meine ich, einfach bam, da fällt ein Ding vom Himmel und dann siehst du auf einmal, schau an, das geht auch. Hm. Und es ist natürlich am Ende
Für jeden Menschen auf der Welt, ob das mitten in der Wüste am Ende der Welt ist oder eben in einer asiatischen Großstadt oder in der Walachei in Amerika, es ist für jeden Menschen auf der Welt am Ende der bessere Deal, wenn er ein einfaches, ewig laufendes System hat, das er sich irgendwo kaufen kann, selbst bauen kann, nicht abhängig ist von irgendjemandem, der ihm Öl bohrt, liefert oder dann halt mal den Hahn zudreht, wie wir es auch vor ein paar Jahren gerade erlebt haben. Mhm. Und deshalb, ich bin davon überzeugt, es wird so kommen und es wird über die Welt rollen wie das Smartphone. Es wird einen Schlag tun. Ein Jahr vorher hat ja noch jeder erklärt, dass kein Mensch ein Handy ohne Tasten braucht. Und ein paar Jahre später, wer war noch mal Motorola, weißt du? Und da sind wir ja weiter, wie wir auch in einem der letzten Podcasts gesehen haben, als die meisten glauben. Und es geht auch viel schneller. Aber okay, verstehe ich. Also du hast mich ja gefragt, entschuldige, ja. Wie lässt sich das jetzt modellhaft übertragen? Mhm. Mein Gedanke ist nicht, also so nach dem Motto, wir bauen jetzt eine tolle Stadt Konstanz und dann dürfen alle anderen das ausrollen, sondern wir haben eine kommunale Selbstverwaltung. Wir regeln unsere Dinge selber hier in Deutschland und in vielen Gegenden der Welt. Und es ist umgekehrt. Wer soll denn diese Lösungen für Konstanz entwickeln, wenn nicht wir? Das können nur wir. Ne? Wir haben unsere speziellen Herausforderungen hier mit dem See, mit den Bergen, mit der Schweizer Grenze und so weiter und so weiter. Andere Städte haben ganz andere Herausforderungen. Und ich bin sicher, wir werden Lösungen finden, die für andere cool sind, wo die sagen, guck mal, das können wir bei den Konstanzern abgucken und genauso tun wir es heute auch. Wir tun es in Berlin, in Kopenhagen, in München, in Stuttgart, in Freiburg. Wir gucken alle voneinander ab und ich finde, wir sind gut damit beraten, nicht nur uns nicht nur zu nehmen, sondern auch selber beizutragen. Es ist ein Geben und Nehmen, selber an Lösungen zu arbeiten, wo wir sagen, vielleicht kann die mal jemand anders brauchen. Wir versuchen das beim Holzbau, wir machen das beim Fahrradverkehr, wir machen das bei der Innenstadt, ja, wo wir Dinge tun, wo wir in sozusagen Neuland betreten. Und manchmal funktioniert es nicht. Und wenn es funktioniert, sind es aber oft genug auch Dinge, die dann auf einmal alle machen oder richtig ausgerollt werden. Ein Beispiel erzähle ich dir, das ist Raumteiler, hieß bei uns Konstanz 83 integriert, also die erste große Flüchtlingswelle in Anführungsstrichen 2015-16. Da hatte ein Konstanzer die Idee, damit ist er auf uns zugekommen, wie wäre das denn, wenn die Stadt eine Struktur errichtet, die privaten Wohnraum vermakelt. Das heißt, hier gibt es Leute, die suchen ein Zimmer und hier gibt es Leute, die haben ein Zimmer frei und ich setze mich jetzt in die Mitte und versuche, Angebot und Nachfrage möglichst perfekt aufeinander abzustimmen. Mhm. Übrigens mit dem Versprechen, wenn wir dir jemanden in die Wohnung setzen, den du nicht magst, Anruf genügt, ist er morgen wieder weg. Ja, regeln wir, kein Problem. Mhm. So, und das war ein Riesenerfolgsmodell. Damit haben wir hunderte von Menschen im ersten Jahr in Wohnungen gebracht in Konstanz und dann wurde das quasi deutschlandweit ausgerollt unter dem Namen Raumteiler. Mhm. Wir haben es erfunden und genauso gibt es viele andere Dinge, die haben andere Städte erfunden und wir nutzen sie heute und in diesem Sinne ist es eben nicht ein Modell, die ganze Stadt wird jetzt multipliziert, sondern jeder trägt was dazu bei, zum einen. Und zum anderen ist es eben so, wir brauchen für viele Dinge unsere eigenen Lösungen. Eine klimaneutrale Autofähre braucht niemand in Deutschland, aber wir schon. Mhm. Also müssen wir sie selber entwickeln, weil jemand anders wird es nicht tun. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also jetzt, ich habe tatsächlich jetzt in dem Moment noch ein bisschen mehr verstanden, warum das so sein soll. Mir fällt dazu gerade dieses Beispiel ein mit der Wärmepumpe. Ich habe gerade kürzlich ein Video, was demnächst auch hier erscheint, gedreht in Österreich. Und da ist zum Beispiel an einem See sind Grundwasserwärmepumpen einfach viel effizienter und sinnvoller als Luftwärmepumpen. So. Das heißt, es ist einfach ein anderes Gebiet. Oder im Gebirge kann es sein, dass die viel schneller einfrieren und dann viel mehr Strom brauchen. So. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, praktisch Leuten zu sagen, das ist die Lösung, die musst du jetzt machen, sondern man guckt sich an, was ist in welcher Region sinnvoll. Wir haben hier in Konstanz See, also können wir auch da Wasser nutzen. Andere haben vielleicht einen Berg. So gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Und aus diesem, jeder kümmert sich mal regional um eine Lösung, kann dann eher eine Lösung entstehen, die vielleicht auch irgendwo ganz anders jemand brauchen kann, als wenn man sie sich in Berlin ausdenkt, wo es sowieso viel zu heiß ist und eigentlich ganz untypisch ist für Deutschland. Oder? Genau. Und wir Bürgermeister, wir sind ja auch irgendwie so Tratschtanten. Wenn wir dann zusammenstehen und sagt immer jeder zum anderen, so mal, wie macht ihr das? Ne? Und genauso funktioniert das ja. Jeder guckt beim anderen und dann das Beste setzt sich durch.
Jetzt möchte ich noch einmal zur Ökodiktatur kommen und damit zum Gedanken von der Demokratie oder der Bedeutung für die Gesellschaft. Und zwar, mein Gedanke war, ich hatte ein gewisses Unbehagen beim Lesen. Und zwar, ich bin ja ein sehr individualistischer Mensch, deswegen bin ich Künstler geworden. Und diese Vorstellung, dass praktisch da jemand kommt und meinen Lebensraum, also meinen Wald, so sortiert, dass er gut ist, ist für den Förster wahrscheinlich eine schönere Vorstellung als für den Baum. Also, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber auch wenn alles richtig ist, also auch wenn das alles richtig ist, es ist eine Frage der Psychologie und du bist nun mal in der Position, wo du gestaltest oder wo du so denken kannst. Du bist ja auch Förster oder Landwirt gewesen. Das heißt, du hast gestaltet. Für die, die das Gefühl haben, sie werden gestaltet, ist das immer eine wesentlich unangenehmere Vorstellung. Ich glaube sogar, dass das der Grund ist, warum es, wenn es manchmal nicht funktioniert, nicht funktioniert. Weil eigentlich nur, weil Trotz erzeugt wird zum Beispiel. Wie kannst du die Menschen da auch mitnehmen? Oder die Bäume? Mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Also zunächst mal, ich liebe auch sehr meine Freiheit und würde auch sagen, dass ich ein Individualist bin. Das heißt aber nicht, dass jeder alles machen kann. Wir könnten zum Beispiel mal diskutieren über diese Superjachten, ja, von irgendwelchen Milliardären, die mit riesigen Schiffen und so weiter auf den Weltmeeren rumfahren und natürlich einen gigantischen CO2-Footprint haben. Ob man das als Freiheit bezeichnen kann, da würde ich gerne mal provokant gegenfragen, da hätte ich dann auch mal Gesprächsbedarf. Überhaupt eine menschliche Gesellschaft kann nicht funktionieren, wenn jeder einfach macht, was er Bock hat und das nicht macht, wozu er keinen Bock hat, sondern das gibt immer Commitments. Ne? Ich schreibe viel über Beteiligung, ich schreibe viel über Augenhöhe. Also ich bin sicher nicht jemand, der von sich sagt, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie man das macht und ich gestalte es jetzt. Sondern ich lade immer zum Gespräch ein, ich lade immer zum Dialog ein, ich organisiere Dialog, ich versuche dafür zu sorgen, dass wir auch die Leisen hören, nicht nur die Lauten. Das ist in der Stadt wichtig, es gibt ja viele, die sich nicht so gut artikulieren können oder sich nicht trauen und so weiter. Ne? Also zu verstehen, was braucht jeder. Wenn du eine Buslinie bauen willst oder eine Straße, am Ende musst du es entscheiden und für einen liegt die Buslinie genau perfekt da, wo er sie haben will. Und für den anderen ist sie zu laut, direkt vor der Tür. Der fährt gar nicht Bus, nervt ihn nur. Ne? Mhm. Aber irgendwann muss es entschieden werden. Und es kann nicht funktionieren, wenn jeder seins macht. Sondern das Gemeinwesen profitiert enorm davon, dass es ein Gemeinwesen ist. Wir können ein gemeinsames Krankenhaus bauen. Wir können einen gemeinsamen Friedhof, 1000 Dinge, ein Wasserwerk und so weiter bauen. Davon profitieren ganz viele Leute. Wenn jeder sich hier sein Wasser selber holen müsste, nicht so gut. Ne? Und deshalb würde ich diesen Begriff von Freiheit ein bisschen relativieren. Wir sind ein demokratischer Staat, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin. Und jetzt geht es darum, die Interessen ständig auszugleichen. Und der Begriff Ökodiktatur, von dem du jetzt gerade kamst, den würde ich so ein bisschen ins AfD-Lager einsortieren. Ja? Also das ist so die Tonlage, die bei mir ankommt. Und ich nehme mal den Verbrennermotor. Ne? Und dann würde ich schon auch mal jetzt provokant sein. Also ich bin viele Verbrennerautos gefahren und ich weiß nicht, wie viel Liter Diesel ich in meinem Leben verblasen habe auf Traktoren und sonstigen Fahrzeugen. Aber ist das jetzt Freiheit? Also will mir einer erklären, dass seine Freiheit darin besteht, dass er Benzin verbrennt? Denn, oder Diesel? Der wäre doch ohne staatliche Strukturen völlig hilflos. Also wenn ich dem nicht eine staatliche Struktur organisiere, die ihm dafür sorgt, dass er morgen Benzin bekommt, dann ist Ende. Dann hat er nur noch einen Holzscheit, wahrscheinlich hat er nicht mal das. Ja? Das heißt, der Zugang zu Energie, das ist ja nicht Freiheit, das ist in Wahrheit eine krasse Abhängigkeit. Und das, wovon ich gerade sprach, PV-Anlage auf dem Dach, da unten der Wechselrichter und da unten ein Puffer und da hängt dein Auto dran. Das ist Freiheit. Aber wenn du zur Tankstelle musst und du bist darauf angewiesen, dass Putin den Ölhahn aufmacht und wenn er ihn zumacht, dann stehst du. Das kann mir kein Mensch als Freiheit verkaufen. Und deshalb würde ich bei dem Wort Ökodiktatur sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn wir von fossilen Brennstoffen reden. Und das tun wir ja, das ist ja der allerwichtigste Punkt dabei, die fossilen Brennstoffe. Also wenn mir einer heute noch erzählt, er will davon nicht weg und die sind total wichtig und richtig, dann muss ich sagen, dann ist er mein Gesprächsbedarf dann.
Was glaubst du los? Also man könnte auch sagen, das hat sich in 5 bis 10 Jahren sowieso erledigt, weil wenn das hinterher geiler, günstiger, effizienter und alles ist, dann wird es am Schluss jeder machen. Und dann fährst du, dann finde ich das super, wenn du da mit deiner Harley oder mit deinem Oldtimer ab und zu mal ein bisschen knatterst, ist ja wunderschön. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich möchte gerne noch was sagen, damit ihr nicht falsch verstanden werdet. Die deutsche Umwelthilfe hat dieses Dieselverbot vorangetrieben, ja, und gesagt hat, Euro 3 Norm raus aus den Innenstädten, ja. Und dann hast du wegen einer Feinstaub- oder NOx-Diskussion, die meiner Meinung nach völlig willkürlich ist. Du hast irgendwo einen Grenzwert und dann schlägt ein Messgerät an und dann sagst du, jetzt darfst du hier nicht mehr reinfahren und dann erwischst du genau die Leute, die mit dem alten Diesel rumfahren, die eben nicht die Kohle haben, sich den neuen mattgoldenen G-Klasse AMG irgendwas für 240.000 zu holen, sondern die eben noch mit dem geerbten Diesel von der Tante rumfahren, alleinerziehend, 2 Kinder. Die dürfen dann nicht mehr in die Stadt fahren, weil irgendein Feinstaubgrenzwert überschritten ist. Das finde ich richtig schlimm. Das ist nämlich unsozial. Also ist, für mich gibt es gar keine Frage. Natürlich darfst du mit diesem alten Diesel rumfahren. Das ist doch alles völlig in Ordnung. Um den Punkt geht es nicht, sondern es geht um den Punkt, die Industrie. Die ganz großen Jungs und Mädels, die müssen den Kurswechsel vollziehen und müssen weg von diesen Verbrennermotoren. Und deshalb finde ich ein Verbrennerverbot ab einem Jahr X völlig richtig, denn Industrien brauchen klare Ansagen, auf die sie ihre Investitionen stützen können. Die brauchen Rechtssicherheit und Investitionssicherheit. Aber wenn die alleinerziehende Mutter in Konstanz mit ihrem 15 Jahre alten Dieselauto hier rumfährt, dann ist das völlig in Ordnung. Und ich finde es eine Riesensauerei, dann zu sagen, ausgerechnet, die darf jetzt nicht mehr in die Stadt fahren, weil die das alte Auto fährt. Ist mir auch wichtig zu sagen. Du hattest gerade das Wort Beteiligung genannt und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, dieser Vorwurf oder dieser Begriff der Ökodiktatur, und ich würde den jetzt gar nicht, ja, aus dem Kreise der AfD auf der anderen Seite, der kommt ja eigentlich aus einem Gefühl von Ohnmacht, aus einem Gefühl von Machtlosigkeit. Also vielleicht, dass man Demokratie zunächst mal so versteht, ja, wir wählen und dann machen die Gewählten für uns. So. Und dann machen die Gewählten aber nicht so, wie wir wollen und dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und dann fühlen wir uns in einer Diktatur. Ja. Und das mit dieser Beteiligung, das finde ich tatsächlich interessant. Hast du da noch ein paar Beispiele, wie das in deiner Stadt der Zukunft aussieht? Also wir sind ja inzwischen, das war, als ich das Buch geschrieben habe oder angefangen habe zu schreiben, noch ganz anders. Wir sind ja inzwischen in einer tiefen Krise der Demokratie angekommen. Und wir sind sehr schnell, wir sind alle ganz toll darin zu sagen, dass die Politik, ne, die Politik ist daran schuld, die Politik muss das anders machen. Die Politik macht alles falsch, alles Idioten, ne, abgehoben, völlig den Kontakt verloren. Wir wissen gar nicht mehr, was hier bei uns Bürgern eigentlich wichtig ist. Und ich greife diesen Punkt auf und ich habe, als wir den Klimanotstand 2019 beschlossen haben, habe ich mal diesen Satz immer benutzt, Klimaschutz ist keine Pizza. Klimaschutz kannst du nicht mit einer App vom Sofa aus beim OB bestellen und dann wird das geliefert und dann kannst du sagen, war gut oder eher nicht so oder fand ich voll scheiße, sondern Klimaschutz musst du machen und muss ich machen. Ich habe da drin eine Rolle als OB, aber jeder andere Mensch hier auch. Und für jeden von uns wird das eine gewisse Anstrengung bedeuten. So war dieser Satz gemeint und ich habe das hier im Buch noch ein bisschen weiter bearbeitet. Manchmal nervt mich regelrecht unsere Konsumhaltung gegenüber der Politik. Also wie du sagst, ich habe jemanden gewählt und dann habe ich vielleicht noch Steuern bezahlt und jetzt erwarte ich gefälligst, dass das kommt, was ich will. So funktioniert aber Demokratie nicht. Ich habe doch nicht ein Recht, dass irgendjemand das tut, was ich will. Also wenn niemand das tut, was ich will, dann muss ich mich in der Demokratie selber hinsetzen und mitmachen. Dann musst du selber am Samstag auf dem Marktplatz stehen, diskutieren. Ich habe es oft getan. Es ist beschwerlich und anstrengend. Also man muss sich für eins von beidem entscheiden. Entweder lebe ich mit dem, was mir unsere Regierungen oder unser Gemeinderat meinetwegen liefert. Oder ich sage, nee, das reicht mir nicht. Ich will was ganz anderes. Dann musst du dich hinstellen und antreten. Und dann werden die meisten die Erfahrung machen, das ist doch gar nicht so schlecht, was Politik eigentlich liefert. Aber jedenfalls, da sehe ich einen ganz wichtigen Punkt und über den habe ich auch einiges geschrieben. Ich finde insgesamt, dass wir uns in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, zu wenig engagieren inzwischen. Ja, das sagst du ganz deutlich. Du forderst auch
Du stellst sogar eine Forderung an die Bürger. Sie müssen sich einbringen. Du schreibst, glaube ich, irgendwie, wer nicht mitmachen will, soll Schnauze halten oder so. Ja, ja, genau. Ja, ich sage immer, wenn man keine Ahnung hat, soll man Schnauze halten. Aber ich habe auch geschrieben, was einfach nicht geht, ist auf dem Sofa sitzen und motzen. Ne? Also okay. Sich nicht engagieren ist okay, aber dann muss man auch das akzeptieren, was man kriegt. Ne? Was aber, wenn doch? Wie wenn doch? Wenn die Leute doch so sind, haben wir dann die Ökodiktatur? Sagen wir mal, wenn sich diese Haltung gegenüber Politik und Demokratie nicht ändert, dann glaube ich, ist die Ökologie nur ein kleiner Teilbereich. Also dann stellt sich ja insgesamt die Frage, wie funktioniert unsere Gesellschaft? Mhm. Wenn du kein Vertrauen in Regierung hast, kein Vertrauen in den Staat hast, wie soll es dann noch zusammenhalten? Ne? Also wenn es dann so reichsbürgermäßig geht, ich kriege ja manchmal dann ins Rathaus irgendwelche Unterlagen zurückgeschickt nach dem Motto, ich lehne das ab, ne, könnt ihr behalten, ihr habt ja nicht mal ein gültiges Grundgesetz, ja, oder so und so ein Zeugs. Wenn du natürlich dich an den Punkt begibst, dann stellst du die Grundsatzfrage. Ich habe sie für mich beantwortet. Ich persönlich bin überzeugt, wir leben in einer der freiesten, gleichberechtigsten, wohlhabendsten, friedlichsten, inklusivsten Gesellschaften der Welt. Und das tun wir nur deshalb, weil sich Hunderttausende und Millionen von Menschen dafür engagieren, in unterschiedlichster Form. Manche leiten die Jugendabteilung vom Musikverein, andere sitzen im Gemeinderat und die Dritten schieben Sanitätsdienst beim Volksfest. Und meine Wahrnehmung ist, dass Menschen, die sich engagieren, viele nochmal einen ganz anderen Blick auf Gesellschaft haben, als welche, die sich noch nie engagiert haben. Und deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist, die Forderung aufzustellen, sagen, Leute, überlegt euch mal, was ihr für diese Gesellschaft tut. Und wenn du einfach nur deinen Job machst, 8 Stunden Arbeitsvertrag und danach gehst du nach Hause und machst nichts mehr für die Gesellschaft. Zahlst halt Steuern. Du zahlst Steuern, vielleicht zahlst du auch keine Steuern. Wählen. Vielleicht zahlst du auch keine Steuern, vielleicht gehst du auch nicht wählen. Aber dann reicht das möglicherweise nicht. Mhm. Ja. Und diese Frage geht in einer Demokratie uns alle an. Mhm. Und einfach nur zu sagen, ich habe jetzt 5 Parteiprogramme gelesen und das reicht mir, also ich finde hier alles blöd und deshalb bin ich jetzt beleidigt und empört. Da habe ich an intelligenten Menschen eine weitergehende Erwartung. Dann zu sagen, jeder von uns muss dazu eine Lösung beitragen, wenn es so nicht gut ist, wie es ist. Mhm. Ich teile das aber nicht. Also ich finde, wie gesagt, wir stehen noch sehr, sehr gut da, aber wir müssen sehr darauf aufpassen, dass das so bleibt. Und deshalb ist vielleicht mein Buch und das, was ich hier jetzt an diesem Tisch gerade mache, ist auch ein Stück weit Werbung für die Demokratie und die kommunale Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, die ich großartig finde. Mhm. Und soll mir einer erstmal was Besseres zeigen, da bin ich ganz selbstbewusst, das wirst du kaum auf der Welt irgendwo finden. Ne? Also das ist der Teil in deinem Buch, auf den ich am meisten gespannt bin, auch weil ich habe ja vor, hier leben zu bleiben und sind ja noch 50 Jahre ungefähr, ist tatsächlich dieser Teil, wie auch diese Stadt der Zukunft, eben diese Beteiligung, dieses demokratische Mitmachen schaffen wird, umsetzen wird. Du hast ein paar Sachen im Buch beschrieben, wie so Bürgergremien aus zufällig ausgewählten Bürgern, die über ein bestimmtes Budget verfügen. Vor allem interessant finde ich, wie Bürgerbeteiligung niederschwellig, also dass man auch mal nicht sich jahrzehntelang in einem Verein oder im Gemeinderat einbringen muss, sondern dass man da auch mal kurzfristig die Möglichkeit hat, was zu tun und dann vielleicht auch wieder bereit ist zu akzeptieren, dass halt Demokratie Demokratie ist und dass man halt dann zur Minderheit gehört. Das ist ja bei jedem Fußballspiel so, du verlierst halt auch mal. So. Und ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben lang immer ist nicht der Bundeskanzler geworden, den ich gewollt habe. Es ist halt einfach so gewesen. Also, das ist halt so. Aber hoffentlich ist der OB geworden, den du gewollt hast. Aber natürlich, Uli. Ja, keine Ahnung. Das besprechen wir dann, wenn die Kamera aus ist. Ich sehe, und das ist vielleicht so ein letztes philosophisches Thema noch, wenn ich mir die Gesellschaft oder was sich so geändert hat in den letzten 10, 20 Jahren anschaue, dann finde ich, dass wir eine starke Tendenz zu Individualisierung haben. Also nicht nur Künstler oder schulische Tu-nicht-Gute von früher, sondern überhaupt die Menschen. Jeder will irgendwie in eine noch kleinere Schublade gehören. Ja, also ich bin der heterosexuelle, alte, weiße Musiker sozusagen. Also ich habe das Gefühl, dass man praktisch in dem Bedürfnis nach Offenheit die Schubladen einfach immer kleiner macht. Und wir haben jetzt immer mehr Menschen mit immer mehr Bedürfnissen. Und dagegen haben wir eine Tendenz, dass Staat
da wirst du mir jetzt widersprechen, aber ich finde, das ist so, wenn du Verwaltungsangestellte, wenn du sogar den Bundestag anschaust, immer mehr Raum nimmt, immer mehr, also immer wichtiger wird. Der Staat wird immer stärker. Der Staat soll ja aber regeln, was der Gesellschaft als Ganzes gut tut. Und die Gesellschaft als Ganzes zersplittert immer mehr in Individuen. Und das macht für mich eine Schwierigkeit auf, vor der ich eigentlich fast am meisten Sorge habe. Also, dass man das hinkriegt, ehrlich gesagt, in der Stadt, dass die hinterher Photovoltaik auf den Dächern hat und Wärme aus dem See nutzt und dann nachhaltig ist und auch Kreislaufwirtschaft, ein bisschen dickeres Brett, das sehe ich gar nicht als das Problem. Aber wie kriegen wir das hin, dass immer mehr Staat und immer individuellere Menschen irgendwie noch zusammenpassen? Also zum einen glaube ich, ich habe vorhin über Vielfalt und Diversität gesprochen. Das ist ja toll, dass wir heute in der Lage sind, uns viel besser auf einzelne Menschen und ihre Bedürfnisse einzustellen als vor 50 oder 100 Jahren. Das können wir uns heute leisten. Wir haben es gelernt und wir können es leisten in bestimmten Rahmen. Wir können heute viel besser bestimmte Kinder fördern oder unterstützen in der Schule und als wir es früher konnten. Wir haben auch heute diesen Anspruch an uns, auch als Lehrerinnen und Lehrer, diesen Anspruch zu sagen, ich fühle mich dafür ein Stück mitverantwortlich, dass wir aus diesem Kind das Beste rausholen, was wir können. Und das ist natürlich auch für eine Gesellschaft wahnsinnig wichtig. Hat man früher nicht gemacht, waren halt ein paar Prozent, haben halt nicht, oder ne, die haben halt irgendwie nicht reingepasst ins System, die sind halt irgendwo rausgefallen. Das kann eine Gesellschaft sich heute nicht mehr leisten. Wir brauchen die Arbeitskräfte, also das ist gut investiertes Geld, will ich damit auch sagen. Das ist nicht einfach nur ein Entgegenkommen, sondern wir bekommen als Gesellschaft dafür auch viel, dass wir uns auf bestimmte Menschen einstellen, dass wir bestimmte Inklusionsleistungen erbringen. Also will heißen, ich finde das nicht alles falsch. Trotzdem gebe ich dir völlig recht, aber ich komme da wieder zu meinem Engagement. Also wer sich selbst engagiert und wer gewöhnt ist, die Bedürfnisse anderer zu sehen, sich damit zu beschäftigen, entweder in einem sozialen Job, im kulturellen Job oder wie auch immer, also jemand, der sich in Bezug zur Gesellschaft sieht ständig und sich reflektiert, der wird sich auch nicht so wichtig nehmen, dass er sagt, ich erwarte jetzt, dass alle sich auf meine Bedürfnisse einstellen, ich bin nämlich so und so und so und so und ich bin lärmempfindlich und Vegetarier, also ich zum Beispiel, ne, und so weiter, und jetzt müssen alle sich auf mich einstellen. Nur lärmempfindlich. Genau. sondern das relativiert sich dann natürlich im eigenen Kopf. Mhm. Und deshalb finde ich, ist es mir wichtig, über unsere Erwartungen an den Staat zu sprechen. Da kommen auch die Medien ins Spiel. Ne? Also jetzt haben wir gerade diesen furchtbaren Anschlag von Solingen gehabt. Mhm. Heute passiert etwas. Morgen wird die Forderung aufgestellt, es muss sich was ändern. Mhm. Also man könnte ja auch einfach sagen, furchtbares Attentat, Mord. Und jetzt geht halt der Rechtsstaat seinen Weg. Ja? Was passiert stattdessen? Es muss ein neues Gesetz her. Irgendwas muss jetzt gesetzlich geändert werden. Mit dem Irrsinn, dass wir jetzt über Messerverbot reden. Ja, what the fuck? Ich meine, wann hast du das letzte Mal ein Messer in der Hand gehabt? Ich vor 2 Stunden beim Mittagessen. Mm-hmm. Ja. Wenn ich so eine Melone schneide, das genau, ist ein schöner Oschi. Genau, ist ein Alltagsgegenstand. Und jetzt wird auf einmal dieser Gegenstand kriminalisiert mit dem Ergebnis, dass ich vielleicht bei der Stadtverwaltung Konstanz bald Leute beschäftige, die kontrollieren, ob du zu irgendeinem Volksfest ein Messer mitbringst. An diesem Beispiel sieht man, dass wir auch ein bisschen die Erwartung haben, jedes Problem wird durch neue Gesetze gelöst und dann beschweren wir uns über Bürokratie. Ne? Du wirst immer in einem freiheitlichen Land eine Möglichkeit finden, Menschen umzubringen. Erst recht bei einem Fest, wo viele Leute zusammen sind, du wirst immer was finden. Und es ist völlig unmöglich, als Staat, als Regierung das zu verhindern. Wenn wir aber die Erwartung haben, dass der Staat das verhindert, dann erzeugen wir immer neue Gesetze, immer neue Verbote, immer neue Bürokratie. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns als Gesellschaft beschäftigen müssen. Freiheit birgt immer auch Gefahren, in denen stecken wir halt. Und wenn ich zu einer großen Veranstaltung gehe, dann ist die Gefahr, dass was passiert, sehr viel größer als auf meiner Terrasse. Und das muss jedem von uns klar sein und jeder muss ein bisschen Verantwortung dafür auch übernehmen. Und damit eigentlich zum Schluss, wir haben eine sehr individualisierte Gesellschaft. Früher hat man gesagt, der Herrgott hat einen großen Tiergarten. Das finde ich, es kommt nochmal gut zurück zu dieser Analogie zwischen Stadt der Zukunft und Naturschutz, Menschenschutzgebiet. Also wir brauchen einen Naturschutz, der den Menschen und seine Bedürfnisse berücksichtigt. Jetzt haben wir, jemand hat mir mal erzählt, da kann eine Klinik nicht gebaut werden, weil irgendein Vogel zufällig Ziegenmelker? Irgendwie sowas, ja. Im Wald ist. Ja, ne? ja.
In dieser Analogie haben wir das auch in der Politik, also dass wir die Minderheiten nicht nur sehen, sondern dass wir uns in einer Weise nach ihnen richten. Das ist jetzt eine gefährliche Frage für den OB. Aber ist das so? Ich meine, ich weiß, dass es Straßenprojekte gibt, die scheitern an irgendeinem Lurch oder so, ja? Oder die werden ewig verzögert durch den Lurch. Brauchen wir da sowohl im Wald als auch in der Stadt nochmal ein anderes Framing, um über diese Frage von Individualisierung, Mehrheiten, dem Recht auf, ja, jeder Lurch darf leben, und auf der anderen Seite, also das ist ja eine Frage von Entscheidung, von Prioritätensetzung. Und das ist der entscheidende Punkt wahrscheinlich. Also ich mag den Satz, in der Demokratie sind die Minderheiten der Mehrheit anvertraut. Und außerdem den Satz, eine Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Und wenn man das vor Augen hat und beherzigt, dann ist natürlich klar, dass man auch mal gegen eine Minderheit regieren und gestalten muss. Das ist ja völlig, ich meine, wir sind alle Minderheiten. Ja? Ich bin auch x Minderheiten als, was weiß ich, als Fahrradfahrer, als Mann, der bestimmte physische Maße erfüllt oder sonst irgendwas. Also wir müssen ordentlich damit umgehen, aber wir können nicht jedem alles geben, was er will. Also ich kriege nicht alles, was ich will, und ich kann auch in meinem Amt nicht jedem alles geben, was sie oder er will, sondern wir müssen alle immer Kompromisse machen. Und bei der Natur ist es natürlich so, wenn wir jetzt über den Lurch sprechen, ist es natürlich so, dass wir über den entscheiden. Das ist ja nochmal was anderes. Der lebt ja in einem anderen Rechtssystem. Ja, also eben haben wir von Menschen gesprochen, wir haben unverhandelbare Menschenrechte, und es geht darum, politisch auszuhandeln, wie gehen wir damit um, und irgendwann, wie du sagst, muss einer auch mal verlieren und in den sauren Apfel beißen, und dann wird hinter seinem Haus die Straße gebaut oder das Hochhaus. Ja? Das ist dann blöd, und da regt sich die betreffende Person auf, ist aber ein Kompromiss, und du musst die Kröte schlucken. Und Stichwort Kröte, also bei den Tieren oder den Pflanzen ist es anders, wir entscheiden über die. Wir hören die ja nicht an, die haben auch nicht Rechte in diesem Sinn, sondern das müssen wir viel eigennütziger betrachten. Ja, uns die Frage stellen, was brauchen wir denn für eine Umwelt? Wie muss unsere Natur beschaffen sein? Deshalb glaube ich, dass das Wort Umweltschutz ein sehr gutes ist, weil letztlich, habe ich auch hier geschrieben, ist eine sehr harte These, Naturschutz macht nur Sinn, wenn es dem Schutz unserer Umwelt dient, also aus der menschlichen Perspektive. Was brauchen wir für eine Umwelt, dass wir gut leben können? Sauberes Wasser, Wälder, die Sauerstoff produzieren, eine Vielfalt an Pflanzen und Tierarten, Pilzen, Flechten, Moosen und so weiter, weil das stabil ist. Und das brauchen wir lebensnotwendig. Die Natur braucht es nicht. Die kommt ohne uns. Wir müssen nicht die Natur vor dem Menschen schützen, sondern, meine harte Aussage, wir müssen uns vor der Natur schützen, sonst macht die uns platt. Die Natur ist unendlich stärker als wir, die braucht nicht unsere Hilfe, sondern wir sind aufgefordert, unseren Lebensraum so zu schützen, unsere Umwelt so zu schützen, dass sie dauerhaft unsere Umwelt bleibt. Und das ist eine nicht ganz einfach zu akzeptierende Verkürzung, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie genau so, wie ich sie aufgeschrieben habe, stimmt. Aber sie ist natürlich provokant und wird bestimmt auch noch Diskussionen erzeugen, hoffentlich. Ja, die ersten Diskussionen wirst du auf jeden Fall in den Kommentaren unter diesem Video haben. Gerne. Und damit ganz herzlichen Dank, dass du hier in meinem Podcast warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Gegensätze fördern die Harmonie des Ganzen. Meine Aufgabe ist auch immer ein bisschen den Gegensatz zu bieten. Ich hoffe, das ist gelungen. Besorgt euch das Buch Menschenschutzgebiet von Uli Burchardt. Das lohnt sich. Gebt ein Like auf dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da, und die beiden Videos könnten dir auch gefallen.